Servus zusammen, Reshko hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr seht im Hintergrund hier gerade nicht Chaos Clash, ihr seht nicht Clash Royale, ihr seid gerade ein drittes Spiel, das nennt sich Crossy Road und das kennt wahrscheinlich der ein oder andere von euch. Und ich sage euch, die letzten Tage, die haben mich zerstört, die haben mich von hinten genommen, die haben mich einfach, ja, ich erzähle euch jetzt kurz die Story. Alles begann an einem wunderschönen Freitag. Ich hatte ein Video produziert, das habt ihr wahrscheinlich schon seit den letzten 5 Tagen gesehen. Ja, und danach kam nichts mehr, weil mein Emulator hatte seine Tage. Das Problem ist, die Tage hatte er schon seit 5 Tagen. Ich habe jetzt einen anderen Emulator, also einen Emulator, ein Programm, um Handyspiele auf dem PC aufnehmen zu können. Denn wie manche vielleicht gar nicht wissen, ich nehme nicht an meinem Handy auf, sondern wirklich am Computer. Darum hängen die Spiele auch meistens, mein Computer ist nämlich scheiße. Zum Zweiten hat auch mein Videoschnittprogramm sich am Wochenende gedacht, nö, ich habe keinen Bock mehr. Das war auch eigentlich die Story, wie gesagt, mein Videoschnittprogramm hat zwar noch funktioniert, beziehungsweise funktioniert derzeit auch in diesem Modus, dass ich zwar das Video reinpacken kann, aber ich sehe nicht, in welcher Stelle ich im Video bin und mir wird auch keine Vorschau gezeigt. Das heißt, ich kann derzeit nur anhand des Tones erraten, wo ich hier gerade bin. Zum Beispiel weiß ich jetzt, dass ich an einer sehr behinderten Stelle bin. Mein Emulator, den ich sonst immer benutze, funktioniert gar nicht mehr. Ich hoffe, dass der Emulator hier jetzt einigermaßen funktioniert. Mein Videoschnittprogramm, ich kann es ganz offen sagen, ist von Magix, Magix Video Deluxe. Mach damit schon seit fast einem Jahr Videos, bin damit auch eigentlich ziemlich zufrieden, außer es hat halt manchmal seine Tage. Hatte dieses Jahr jetzt schon das zweite Mal seine Tage und das ist natürlich so ein Punkt, wo man sich hängt. So, und darum fangen wir jetzt hier einfach an mit Crossy Road, denn gar keine Videos mehr machen, das kann ich auch nicht. Ich kann nicht einfach 5 Tage hier mit meiner Wand reden. Und darum fangen wir jetzt hier an, ein bisschen Crossy Road zu spielen. Ich denke mal, wir hören direkt wieder auf, weil es ist einfach traurig. Machen wir mal ein Geschenk auf. Und es kommt raus. 40 Coins, that's amazing. Noch 5 Versuche, dann rede ich über die heutige Deutschstunde. Und nee, das wollen wir alle. Alles klar, jetzt geht's hier um Deutsch. In den heutigen Deutschstunden. es ist einfach super ärgerlich, denn ich bin so abhängig von, sage ich jetzt mal, diesen Aufnahmeprogrammen. Ich würde wirklich sehr gerne einfach eine Kamera aufstellen, euch das Ganze jetzt hier erzählen, ein bisschen da rumhüpfen, aber da ich mich ja noch nicht gezeigt habe und das auch in der Zukunft erstmal nicht machen werde, bin derzeit in der Überlegung, ob ich es mache, wobei ich diese Überlegung schon seit Jahren habe. Ja, ist es für mich als Let's Play immer ein bisschen scheiße, wenn das Ganze nicht funktioniert. Weißt du, du willst dir ein schönes Video aufnehmen, das ist wie bei Kronk und dann kommt halt 5 Stunden nichts. Bei mir kommt halt 5 Tage nichts. Bluesticks habe ich anfangs auch benutzt, habe ich dann aber aufgehört, weil mein PC irgendwie damit nicht so gut zurechtgekommen ist. Habe jetzt wieder es benutzt und ihr seht, dass es einfach ziemlich scheiße auf meinem PC ist. Emulator ist kaputt, Videoschnittprogramm ist auch wieder hier. Das ist wie so ein Lamborghini, der einfach nur noch... Ihr habt nur noch das Rad davon, damit kommt ihr auch nicht gerade weit. Meine Damen und Herren, so ein Video kann euch wahrscheinlich gar nicht gefallen. Ich habe jetzt noch eine Woche Schule. Ich denke mal, beziehungsweise ich hoffe, dass ich in dieser Woche noch eine Lösung finde für mein Videoschnittprogramm, für meinen Emulator und dann wieder Videos produzieren kann. Wie gesagt, keine Angst, wenn keine Videos kommen. Ich bin nicht tot, also noch nicht. Wenn nicht, werde ich das auf jeden Fall vorher twittern, bevor ich tot bin. Der Satz macht mega Sinn. Folgt mir auf Twitter, folgt mir auf Instagram, folgt mir auf Facebook, gerne überall, damit ihr auch solche Sachen viel, viel eher wisst. Ansonsten habe ich dann ab nächste Woche 2 Wochen Ferien und da werde ich auf jeden Fall das Videoschnittprogramm wieder zum Laufen bringen. Ansonsten hole ich mir ein neues Videoschnittprogramm, werde mich nach Berlin verfrachten, bei Magix klingeln und die fragen, was es soll. Werde meinen ja wunderbaren Emulator wieder versuchen, hier zum Laufen zu bringen. Ich hoffe natürlich, dass hier alles zum Besten läuft. Ansonsten könnt ihr jetzt gerne unten in die Kommentare schreiben, was ihr so gemacht habt. Ich habe heute Deutsch gehabt, hatte Geo... Geschichte. Boah, Geschichte, Alter. Wir nehmen gerade so Ostpolitik. Ich habe eben einen Vortrag auf Englisch gemacht über Utopie. Das ist eigentlich ziemlich interessant. Da könnte ich eigentlich drüber reden ein bisschen. Lassen wir das lieber mit Deutsch. Wir lassen es noch lieber mit Crossy Road. Das hat mir gerade zu viel gehangen. Wir sind jetzt gerade in Cast Clash. Nur kann ich leider auch nicht auf meinen Account wechseln, weil es einfach nicht funktioniert. Will jetzt aber noch ein bisschen über ein Thema reden, das meiner Meinung nach ziemlich interessant ist, denn wir sollen diese Woche für Freitag
neben der Physik-Schulaufgabe, die wir schreiben, den Sozialkunde-Vortrag, einen wunderbaren Englisch-Vortrag halten über ein Utopia, also über einen Planeten, ein Land, in dem wir unsere eigenen Regeln machen können. Das Land, das wir uns so vorstellen, ja, unser Traumland. Und da habe ich mit 5 anderen Klassenmitgliedern hier eine wunderbare Zusammenfassung gemacht, beziehungsweise habe 1 von den 6 Themen bekommen und habe das Education System, also das Bildungssystem. Und da bin ich jetzt mal auf eure Meinung gespannt, beziehungsweise so auf euer Feedback, was ihr so denkt, was euer Utopia ist, euer Traumland. Schreibt es bitte, nachdem ich jetzt meine kleine Education System Story hier geteilt habe, einfach unten in die Kommentare, wie euer Traumland aussehen würde. Bildungssystem, tägliches Leben. Und bitte, ganz wichtig, schreibt einen Namen oben drüber, denn wir sind derzeit noch auf der Suche für einen Namen. Ich habe jetzt mal simple vorgeschlagen, also das Wort einfach im Englischen simple. Fanden die Mädchen nicht so geil. Zurück zum Bildungssystem hier, denn ich habe, mein Hauptziel ist im Education System, ja, dass jeder Mensch das herausfinden kann durch dieses Bildungssystem, was seine Berufung ist, was seine Hauptaufgabe ist, beziehungsweise was seine Lieblingsarbeit, will ich nicht sagen. Denn eine Tätigkeit, die man sehr gerne macht, ist am Ende gar keine Arbeit mehr. Aber das ist so mein Ziel, was ich damit erreichen will, eine Tätigkeit zu finden durch dieses Bildungssystem, welche der Mensch am meisten liebt, am gernsten macht. Und meine Gründe dafür sind, dass, ich habe jetzt geschrieben, working is better than sunbathing, zu Deutsch, dass einfach, Arbeit wirklich besser ist, als einfach nur faul in der Sonne rumzulegen. Und ich denke mal, es ist schön, wenn ihr jetzt 2-3 Wochen in, was weiß ich, Mallorca seid, euch da ein bisschen zuballert, die Birne vollhaut. Später sind es 5 Wochen, weil ihr im Gefängnis aufwacht. Ich spreche da aus Erfahrung. Und dann ist es aber auch wieder schön, heimzukommen und dann einfach mal wieder was zu machen. Und ihr könnt mich da jetzt gerne steinigen. Aber ich bin wirklich, wir haben jetzt noch diese Woche Schule und danach dann 2 Wochen Pfingstferien, habe ich ja gerade eben schon gesagt. Und ich bin wirklich wieder froh, danach dann in die Schule zu gehen, weil man wirklich sieht, man sieht seine Freunde. Ich bin auch kein Mensch, der jetzt Angst vor der Schule hat. Ich gehe gerne in die Schule. Ich verstehe auch Menschen nicht, die nicht gerne in die Schule gehen, denn was habt ihr gegen die Schule? Ihr werdet euer ganzes Leben lernen müssen in Anführungsstrichen, denn es gibt natürlich auch Menschen, die geil drauf sind. Ich bin jetzt nicht so eine Person, die geil drauf ist, irgendwelche spanischen Vokabeln auswendig zu lernen, aber ich mache es einfach, weil es auch für mich persönlich eine Steigerung meines nicht vorhandenen IQs ist. Also ich versuche da wirklich das Nicht-Dagewesene noch ein bisschen zu verstärken. Versteht, was ich meine? Das ist wie, als würdet ihr euch Nutella auf dem Brot schmieren, habt aber kein Brot. Es bringt zwar nichts, aber ich versuche täglich mein Bestes. Zurück zum Thema hier jetzt aber, die Reasons noch. To have a meaningful work which you like is better than being leisure, also eure Arbeit, sie sollte euch was bedeuten, beziehungsweise wenn ihr eine bedeutungsvolle Arbeit habt, ist es wichtiger als faul zu sein, ist es wichtiger, ist die Arbeit euch selber wichtiger als, ich sage jetzt mal, unnötige Zeitverschwendung in eurem Leben zu machen, denn ihr lebt ja sowieso nur einmal, da könnte ich auch noch, ich könnte 10.000 Mal darüber reden, wie geil Leben ist und Motivationstrainer, ich will Motivationstrainer werden, das macht aber Spaß. Needs young entrepreneurs which wants to improve the life of others. Also wir brauchen neue Jungunternehmer, die das Leben von anderen Menschen verbessern wollen. Jetzt die große Frage natürlich, wie bekommen wir das? Tim, du sagst die ganze Zeit so viele tolle Menschen, die genau das machen, was sie machen wollen. Sowas gibt es doch gar nicht. Ja, richtig, sowas gibt es nicht und sowas wird es auch niemals geben. Aber da finde ich die Idee eines Utopias eigentlich ganz interessant. Viele meiner Klasse verfluchen dieses Thema, dass es nicht so sinnvoll ist. Ich finde es eigentlich ganz interessant, wenn man sich noch ein bisschen rein steigert, will ich nicht sagen. Und ich habe den Weg. Wie macht man the way of life? Wie bringt man dieses Education System? Ganz kurz, um jetzt hier das Video nicht so lang machen. Es gibt Training für Eltern, um eine bessere Erziehung für die Kinder herzustellen. Denn ich bin der Meinung, dass eine richtige Erziehung schon den Weg festigt. Es werden zwar immer noch Steine auf dem Weg liegen, es werden Bäume auf den Weg kippen, aber dass der Weg erstmal betoniert ist, dafür braucht man erstmal eine gescheite Erziehung und dafür gibt es von dem Staat in diesem Utopia den Namen bitte von euch einfach unten in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, in Simple gibt es da ganz einfach vom Staat geförderte Trainings, wo Eltern hingehen können, um besser mit ihren Kindern sich zu verständigen, um die besser zu erziehen. Hört sich jetzt ein bisschen theoretisch an, aber ich glaube, das ist so ein interessanter Punkt. Die Schule natürlich, die wird es immer noch geben in einem Utopia.
Man wird erst mit 8 Jahren eingeschult, denn ich bin der Meinung, dass mit 6, ich glaube, ich wurde mit 6 Jahren eingeschult. Das ist auch so 6, 7 ist das Standardalter. Bin aber der Meinung, dass 8 Jahre auch auf jeden Fall noch reicht, denn diese Reife, um wirklich zu checken, yo, ich bin in der Schule und das entscheidet auch so mein Leben. Nicht die Schule, sondern du entscheidest selber, ob du in der Schule was machst, was dein Leben entscheidet. Also nicht die Schule an sich, sondern auch am Ende entscheidest immer du, wie dein Leben ausgeht. Ich rede hier schon wieder zu viel um den heißen Brei rum. Dann hast du 6 Jahre normal Unterricht, normale Fächer, alles nach Lehrplan. Nach diesen 6 Jahren hast du dann nochmal 6 Jahre, in denen du aber selber deine Lieblingsfächer auswählen willst, kannst. Du wirst dann immer noch, sagen wir mal, du magst gar kein Englisch. Du wirst trotzdem in der Woche noch 1-2 Stunden Englisch haben, wirst aber stattdessen 10 Stunden Mathe haben. Also Fächer, worin du einfach mehr Spaß hast. Diese Personalisierung auf den eigenen, auf die eine Persönlichkeit ist ganz wichtig, um ja in diese Richtung zu kommen, Persönlichkeitsentwicklung. Und da habe ich ein Fach eingeführt, was ich meiner Meinung nach auch ziemlich interessant fände, für ja einfach mal so in Deutschland einzuführen, das Fach called Confidence and Personality, Selbstbewusstsein und ja Persönlichkeit, was einfach, wenn ihr eine Persönlichkeit seid, ihr habt Selbstbewusstsein, ihr könnt in eurem Leben, ihr könnt so viel schaffen, wenn ihr eine starke Persönlichkeit habt, ein starkes Selbstbewusstsein, ist es wirklich enorm wichtig. In diesen Fächern lernt man dann, wie man sein Selbstbewusstsein steigert, wie man seinen Charakter verstärkt, natürlich die positiven Aspekte stärken, aber auch die negativen Aspekte. Jeder hat negative Aspekte, die natürlich kennenlernen und lernen, damit umzugehen. Es gibt keine perfekten Menschen, das ist ganz klar. Ganz grob gesagt, Persönlichkeitsentwicklung ist eines der größten Punkte, welche ich in diesem Shit of Paper zusammengeschrieben habe. Mein Utopia-Bildungssystem bezieht sich auf die Einzelpersonen. Ihr seid alle einzelne Charaktere, ihr schaut alle dieses Video, weil ihr euch dafür entschieden habt. Und dafür bedanke ich mich, dass ihr diese Videos schaut, um diesem Video eine schöne Rundung zu geben. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich jedes Mal dafür, dass ihr diese Videos anschaut. Es ist eure Entscheidung, jetzt dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Es ist eure Entscheidung, in die Kommentare etwas zu schreiben. Aber ich glaube, ihr könnt diese Entscheidung machen, ihr könnt diese Entscheidung im guten Gewissen machen, denn ich bin ein Mensch, der das sehr gerne aufnimmt. Ich liebe eure Kommentare. Kreativität, es gibt natürlich auch Scheißkommentare, aber diese Menschen haben dann wirklich immer so Defizite im eigenen, in der eigenen Wahrnehmung, in der Persönlichkeit. Ganz interessant auch mit Psychologie irgendwie mal an so Kommentare ranzugehen, wenn jetzt irgendjemand schreibt, du Hurensohn, muss ich erst immer nachfragen, was es bedeutet, denn ich weiß natürlich nicht, was ein Hurensohn ist, Hurensohn. Die Leute erklären mir das dann auch meistens nicht, dann weiß ich auch schon, okay, alles klar, ich bin hier mit Leuten in den Kommentaren, die ich sowieso direkt blocken kann. Da ich euch aber nicht blocken will, bedanke ich mich jetzt für eure Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, wie dieses Video ankommen wird. War jetzt mal so ein ganz anderes Video. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich so schnell wie möglich das Problem meines Videoprogramms lösen kann. Ansonsten habt ihr noch einen wunderschönen Dienstag. Habt noch ein paar schöne Tage in der Schule. Ansonsten, keine Ahnung, wann ihr Ferien habt. Ich wünsche euch wunderbare Ferien. Haut rein, habt noch einen wunderschönen Tag. Und ich hoffe, wir hören uns dann im nächsten Video wieder. See you later. Alligator.